Willkommen zum Ridecheck von Lost Gravity. Heute mit ordentlich Airtime. Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans. Herzlich willkommen zu einem neuen Ridecheck hier bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. In diesem Video möchte ich euch die Achterbahnneuheit Lost Gravity aus dem Walibi Holland näher vorstellen. Die gesamte Anlage wurde am 24. März 2016 eröffnet und ich hatte schon am 25. März die Gelegenheit, das Ganze für euch auf Herz und Nieren zu testen. Ja, und ich würde sagen, wo wir schon bei den Zahlen sind, mache ich auch direkt mit den anderen Daten und Fakten zur Bahn weiter. Und zwar der Hersteller ist die Firma Mack Rides aus Waldkirch. Beim Typ handelt es sich um einen neuartigen Big Dipper, sprich einen Prototypen. Und ja, der markanteste Unterschied ist dabei mit Sicherheit der Zug bzw. die Züge. Aber dazu sage ich dann später noch ein bisschen mehr. Machen wir jetzt erstmal weiter mit den anderen Daten. Und zwar haben wir eine Schienenhöhe von 32 Metern. Streckenlänge sind 680 Meter. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 87 km/h. Und wir haben hier drei Züge auf der Strecke. Auch wenn es auf der einen oder anderen Website mit 4 geschrieben steht, aber ich habe reell bei meinem Besuch dort nur 3 Züge auf der Strecke gesehen. In Versionen haben wir 2, auch wenn sich das Ganze mir eigentlich anfühlt, als wären es viel mehr in Versionen. Ja, das soweit zu den Zahlen, Daten und Fakten. Kommen wir jetzt mal zum Ride selber und da fange ich erstmal mit der Thematisierung an. Wenn wir uns im Walibi Holland befinden und vor dem Riesenrad stehen, führt uns der Weg rechts rum am Riesenrad vorbei in Richtung Lost Gravity. Und ja, die gesamte Bahn, die fällt auch ziemlich schnell direkt ins Auge mit ihrer schwarz-gelben Stützen- bzw. Schienenfarbgebung und das Ganze fällt halt direkt ins Auge. Zusätzlich stechen natürlich auch bei der Thematisierung einige Seefrachtcontainer, die teilweise übereinander getürmt sind und ja, teilweise auch so ums Eck gebaut sind. Das sticht auf jeden Fall sofort ins Auge. Es gibt auch noch ein paar andere, ja, teilweise Theming-Objekte. Im Moment wirkt das Ganze vielleicht noch ein bisschen kahl, aufgrund der Tatsache, dass es halt noch Frühling ist und ja, Vegetation ist noch nicht wirklich vorhanden und deswegen wirkt das Ganze vielleicht noch ein bisschen kahl, aber das ist ja schon mal häufiger bei neuen Achterbahnen so, dass das auf den ersten Blick doch etwas kahl aussieht. Aber das Ganze wird dann mit Theming-Objekten aufgefangen. Und zwar als erstes, wenn man aus Richtung Riesenrad kommt, fällt einem mit Sicherheit erstmal diese, ja, große Ampel ins Auge. Aber das ist nicht nur eine, ja, normale Ampel, denn an einem Ampelmast sind hier in diesem Falle, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Ampelanlagen, sprich Signalanlagen, befestigt. Und das Ganze sieht schon sehr, sehr stylisch aus, ist ein paar Meter hoch und wirkt richtig, richtig geil. Obwohl ich dazu sagen muss, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, möchte ich an der Kreuzung niemals stehen, wo diese Ampel ist, weil ich wüsste nicht, wann grün ist. Ja, direkt daneben steht dann auch schon das nächste Theming-Objekt in Form eines Baumes. Ja, jetzt werden sich viele Leute fragen, wow, ein Baum? Da ist doch nichts Außergewöhnliches. Ja doch, im Falle vom Lost Gravity schon, denn dieser Baum steht umgedreht in der Erde, sprich die Äste sind unten in der Erde und die Wurzeln ragen in die Luft. Insofern also schon sehr, sehr ungewöhnlich und hat auch so ein bisschen was von, ja, Lost Gravity und ja, soweit man das halt umsetzen kann, Theming auf jeden Fall da schon mal aufgegriffen. Direkt daneben befindet sich dann auch schon direkt das nächste Theming-Objekt und auch das ist umgedreht, denn wir haben hier einen Hubschrauber, der auch wieder quasi auf dem Kopf liegend auf der Erde befestigt ist. Ja, und daneben ist dann auch schon direkt das Eingangsportal. Und auch das Eingangsportal ist sehr, sehr stylisch geworden. Das ist so eine Mischung aus Stahlträgern im oberen Bereich, die in so einem Bäre-Magenta-Ton gestrichen bzw. lackiert sind. Und im unteren Bereich dann so als Stützen bzw. in Richtung Fundament dann so Autokarosserien. Und ja, das Ganze ist in so einer Art Olivton, Grauton gestrichen und wirkt auf jeden Fall sehr, sehr stylisch. Auch wenn ich persönlich sagen muss, farblich passt das jetzt nicht unbedingt zum restlichen Teil der, ja, gesamten Schiene bzw. Stützenkonstruktion. Und auch nicht so zum restlichen Teil mit den ganzen einzelnen Seefrachtcontainern, aber wirkt auf jeden Fall sehr, sehr geil. In der Mitte prangt da dann an der Stelle auch ein riesiges Lost Gravity Logo mit ordentlich Bling Bling und ja, das wirkt schon sehr, sehr stylisch. Da gehen wir natürlich durch, weil wir wollen ja in Richtung Bahn. Und da fällt schon das Erste auf, wir kommen nämlich nicht in so eine klassische Warteschlange, sondern erstmal auf einen etwas größeren Platz. Von da aus führen dann zwei Wege weg, dazu komme ich aber gleich. Zuerst mal was zu dem großen Platz, denn es gibt noch eine weitere Besonderheit. In diesem eben erwähnten Hubschrauber legt den ganzen lieben langen Tag ein DJ auf und sorgt für richtig Stimmung an der Stelle. Sehr, sehr cool und auch ein fetter Bass und
kommt auf jeden Fall sehr gut rüber. Das Ganze auch ein bisschen passend angelehnt an den Soundtrack, den die Bahn spendiert bekommen hat von DJ Polska. Also auch so ein bisschen, ja, typischer holländischer Dance, House, Hardstyle-Musik und schon ziemlich abgedreht, aber sehr, sehr geil und auch sehr stimmungsvoll. Ja, wie eben bereits erwähnt, die Wartebereiche splitten sich an dieser Stelle auf. Zum einen gibt es da den Fastlane-Zugang, sprich den Express-Zugang, über den es dann durch einen Schulbus und noch ein paar weitere Streckenmeter direkt in Richtung Station geht. Aber wir sind ja gute Freizeitparkbesucher und nehmen natürlich den Weg, ohne uns vorzudrängeln, sprich wir gehen die normale Queue-Line entlang. Und ja, da führt uns der Weg zunächst an ein paar Containern vorbei. Und diese Container sind halt neben der bereits erwähnten Lackierung auch, ja, thematisiert worden. Denn diese Container sind quasi so L-förmig angeordnet. Und wir haben direkt an der Seite dieser Container ist dann halt so eine Straße mit Bürgersteig und Fahrbahn angebracht. Und oben drüber befindet sich dann die dazu passende Häuserzeile. Also auch so ein bisschen Lost Gravity Style. Allerdings muss ich dazu sagen, innerhalb der Warteschlange nimmt man das nicht wirklich wahr. Das sieht man erst so richtig, wenn man dann draußen auf dem Parkweg steht. Dann geht die Strecke weiter und zwar geht es durch ein paar Container durch. Nichts Spektakuläres, nichts sehr Aufwendiges. Dann kommt man an einem etwas größeren Platz aus, der dann halt die typische Warteschlangenoptik hat, sprich Zickzackkurs, Gatteroptik und ja auch jetzt nichts Besonderes. An der Stelle wird das Ganze allerdings überragt von einigen anderen Seefrachtcontainern. Das sind dann, ich glaube, 3 oder 4 Stück übereinander getürmt waren, teilweise auch überhängend. Sprich, wir haben hier auch so eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Überdachung, aber so in der Richtung. Und an den oben überhängenden Containern sind dann auch von unten noch Stühle und einen Tisch angebracht, sprich auch so ein bisschen dieses, ja, Schwerelos- oder Lost Gravity-Thema aufgegriffen an dieser Stelle. Sieht sehr, sehr stylisch aus. Ist auf jeden Fall ein bisschen Ablenkung zu dem ansonsten da eher tristen Look in diesem, ja, größeren Platz mit der typischen Zickzack-Kursanordnung. Und ja, dann geht's weiter und dann wartet das nächste, ja, quasi thematische Highlight, denn es geht hinauf in einen anderen Container. Allerdings ist dieser Aufgang nicht durch eine reguläre Treppe, sondern das geht über eine Rolltreppe. Und natürlich hat diese Rolltreppe keine klassische Funktion mehr, sprich sie steht still, hat aber dafür eine andere Funktion in Form einer Rüttelplatte. Sprich, man wird in bestimmten Abständen immer wieder gut durchgerüttelt und das macht schon sehr, sehr viel Spaß und sorgt auch immer wieder für Erheiterung innerhalb der Warteschlange. Dann geht es wieder durch einen Container. Da gibt es dann einfach 2 Monitore, die auch so ein bisschen das Thema Schwerelosigkeit aufgreifen. Nicht spektakulär. Dann sind da auch noch so 2 Fahrstuhltüren angebracht. Und ja, das fällt kaum wahr, dass das auf dem Kopf stehend ist, aber auf jeden Fall ein wenig Thematisierung. Dann geht es wieder in einen Außenbereich weiter. Ein paar Meter zickzack hin und her. Und dann folgt der nächste Aufgang im nächsten Container. Und das ist der letzte Container und der hat es thematisch auch, ja, deutlich mehr in sich. Und zwar kommen wir hier in so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Guckt es euch am besten auf den Fotos an. Ich versuche es aber trotzdem mal zu beschreiben. Und zwar, das ist so eine Art Spiegelsaal, Spiegelkabinett. Sprich, wir haben oben, unten, links, rechts jeweils Spiegel. Vor Kopf, die Seite, ist zusätzlich zu diesen Spiegeln auch noch, sind so, ja, so Themenobjekte angebracht aus Holz und das Ganze wird farbig beleuchtet und sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Ich persönlich hätte es vielleicht auch noch geil gefunden, wenn das Ganze, ja, vielleicht auch noch sich drehen würde wie in einem Funhaus. Aber ich glaube, das kann man den meisten Leuten nicht zumuten, wenn die da 5 Minuten drin stehen würden. Und ich glaube, wenn die da rauskommen und sich das ganze Funhaus-like noch drehen würde, die würden schon vor der eigentlichen Fahrt kotzen. Aber ich hätte es geil gefunden. Allerdings gibt es an dieser Stelle auch so ein paar kleine Mankos. Und zwar, ja, Spiegel haben so anscheinend die Eigenschaft, auf manche Besucher verlockend zu wirken, dass man da drauf spucken muss. Und genau das haben die Leute natürlich auch getan. Und das sogar schon eine halbe Stunde, nachdem die gesamte Anlage auf war. Dann sind die ganzen Spiegel teilweise schon angerotzt, angespuckt worden und ekelhaft, ekelhaft. Einfach nur pack. Zusätzlich gibt es an der Stelle dann auch noch so das Übliche. Natürlich muss man sich ja mit seinem Namen auch unbedingt in der Queue-Line verewigen. Ist ja sonst langweilig da. Also nimmt man sich den Edding und muss seinen Namen an die Wand kriegeln.
furchtbar. Und das nach gerade mal 24 Stunden Öffnung von Lost Gravity und absolutes No-Go, furchtbar. Zusätzlich gibt es bei diesem Spiegelsaal auch eine Sache, und zwar, das Ganze wirkt ein bisschen dreckig. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass das Ganze Kondenswasser war oder Dreck. Auf jeden Fall hat Spiegel natürlich immer die Eigenschaft, entweder sehr schnell dreckig zu werden oder sehr schnell zu beschlagen. Sprich, da könnte sich das Walibi vielleicht dann doch noch mal ein bisschen was überlegen, um das auszubessern, auch gleich mit der Tatsache, dass da halt drauf gespuckt oder dran gespuckt wird. Vielleicht sollte da das Walibi wirklich jeden Tag mal einen Putztruppel schicken. Ansonsten geht der Schuss ganz schnell nach hinten los und das ganze Ding sieht sehr, sehr siffig aus. Ja, damit haben wir die Warteschlange quasi fast abgeschlossen. Allerdings möchte ich noch ganz kurz etwas zu einem weiteren großen Effekt sagen, der innerhalb der Warteschlange bzw. auch innerhalb des gesamten Areals Wirkung zeigt. Und zwar gibt es noch einen großen Feuereffekt. Der schießt alle 10 Minuten einen großen Feuerball. Und ja, das Ganze kündigt sich mit einem lauten Knall an und dann gibt es halt diesen immens großen Feuerball und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Cooler Effekt. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass das Ganze vielleicht ein bisschen häufiger kommt, aber trotzdem sehr, sehr cool. Bevor wir jetzt in die Station reingehen, mache ich jetzt quasi einen Schritt weiter. Und zwar sage ich noch mal ganz kurz ein bisschen was zum Theming des Ausgangsbereichs. Wenn wir aus der Station wieder rauskommen, dann führt der Weg nämlich quasi einmal durch das komplette Innengebiet von Lost Gravity. Und ja, dieser Weg, der davon wegführt, der wird alle paar Meter von so einer, von so einem Stahlrahmen, viereckig, quadratisch, praktisch gut umrandet. Der wird dann auch von innen, ist das Ganze halt so mit blauen LEDs beleuchtet und sieht, finde ich, sehr, sehr stylisch aus. Hat einen richtig modernen Touch und mir gefällt das wirklich sehr gut. Dann geht's weiter und bevor man dann endgültig auf dem Parkweg wieder ankommt, geht's durch den Shop bzw. den Bereich, wo man auch sein On-Ride-Foto kaufen kann. Auch ein modernes, schlichtes Gebäude. Zur rechten Seite kann man dann halt sein On-Ride-Foto kaufen. Zur linken Seite kann man Merchandise kaufen. On-Ride-Foto ist auch sehr, sehr geil an dieser Stelle, denn es gibt im Hintergrund auch einen großen Monitor, wo man dann halt sein On-Ride-Foto auch auf einem riesigen Monitor, keine Ahnung wie viele Meter es waren, 2x3, 2x2, wie auch immer, kann man dann sehen und das ist schon sehr, sehr cool und macht wirklich sehr viel Spaß, sich quasi schon fast in Lebensgröße halt auf der Wand dann so zu sehen. Ganz kurz auch noch was zum Thema Shop. Cooles Merchandise, aber scheiße teures Merchandise. Ich weiß, Freizeitparks haben immer so die Eigenschaft, dass Fanartikel oder Merchandise immer etwas teurer ist. Absolut klar. Aber ich habe mir da zum Beispiel eine Tasse gekauft und ja, ich fand es schon ziemlich grenzwertig. Hätte mir die Tasse nicht so gut gefallen, hätte ich mit Sicherheit keine 12, 13, 14 Euro für eine solche Kaffeetasse ausgegeben. Und das finde ich echt schon mal eine Hausnummer, für eine Kaffeetasse wirklich über 10 Euro zu verlangen. Aber es ist auf jeden Fall geiles Merchandise. Damit will ich aber auch jetzt das Thema der Thematisierung beenden und wir kommen zur Fahrt. Obwohl, ganz kurz vielleicht noch ein paar Worte zur Station selber. Bevor wir die Station betreten, wird man erstmal vom Personal zugewiesen, sprich es kommen immer nur 8 Personen in die Station hinein, jeweils immer erst dann, wenn auch ein Zug zur Abfahrt bereitsteht. An der Stelle kommt dann auch die Fastlane dazu, sprich das Personal teilt dann halt die Leute mit Expresszugang oder auch mit der normalen Queue-Line jeweils aufs Fahrzeug zu. Natürlich immer mit Rucksäcke, Taschen abgeben, das übliche Prozedere halt. Die Station selber ist auch in so einer Wellblechoptik in Blau, Gelb, Schwarz-Grautönen gehalten und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Zwar eher schlicht und nüchtern, aber passend zum restlichen Style der Anlage. Und in eine ähnliche Richtung geht auch der Zug selber. Von der reinen Optik her, viele haben den Zug wahrscheinlich schon gesehen, das Ganze ist in so einer Art Chrom-, Silber- oder Spiegeloptik gestaltet, sprich die Front und auch der untere Teil des Wagens ist halt so in diesem Look und ich finde das sehr, sehr geil. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Vorne auf der Front ist dann auch nochmal das Lost Gravity Logo, quasi dreidimensional haptisch da drauf und wirkt auf jeden Fall sehr, sehr edel und ich finde es sehr geil. Gut, mir gefällt natürlich auch dieser Bling-Bling-Look, dem einen oder anderen vielleicht nicht, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, und was gibt es sonst noch zum Zug zu sagen? Natürlich die Besonderheiten, von denen ich eben schon angefangen hatte. Und zwar, der Zug hat insgesamt Platz für 8 Personen, 2 Reihen mit jeweils 4 Personen. Auf diesen 2 Reihen befinden sich jeweils links und rechts außen 2 Sitze, die floorless sind, sprich so eine Art Wingcoaster und in der Mitte dann halt klassische Sitze. Zusätzlich kann man vielleicht noch eine Sache sagen und zwar, die jeweils äußeren Sitze sind
ganz minimal V-förmig nach hinten versetzt und auch ganz minimal höhenversetzt. Höhenversetzt ist auch die hintere Reihe, sprich wir haben so das klassische Stadium Seat Prinzip, sprich nach oben versetzte Sitzreihe, dass man da auch eine verhältnismäßig gute Sicht hat. Aber für euch hoffe ich natürlich, dass ihr Front Row fahren dürft und dann geht es auch schon direkt los in eine 90 Grad Rechtskurve in Richtung des Lift Hills. Der hat einen Kettenlift und dieser Kettenlift befördert den Zug wirklich sehr, sehr schnell, richtig mit Schmackes, auf die maximale Höhe von 32 Metern. Und dann geht's ab, Freunde. Und zwar haben wir dann einen First Drop und ich kann das nur sehr, sehr schwer beschreiben. Der First Drop windet sich quasi um die eigene Achse, geht gefühlt fast senkrecht runter, dreht sich dabei um 180 Grad und schleudert den Zug quasi wieder in die entgegengesetzte in Richtung Erde. Und das Ganze ist ja schwierig zu beschreiben, fährt sich aber richtig geil und fühlt sich schon fast nach einer Inversion an, obwohl es gar keine ist. Dann haben wir natürlich ordentlich Speed auf dem Tacho. Weiter geht's über einen High-Speed Airtime Hügelchen, kann ich das eigentlich nur nennen, denn wirklich hoch ist das Ding nicht. Und dieser hat ordentlich megamäßige Ejector Airtime. Sprich, es prügelt einen quasi aus dem Sitz raus. Anschließend das Tal wird dann auch wieder mit richtig brachialen Kräften durchfahren, sodass wir auf diesen ersten 10, 20 Metern wirklich wahnsinnige positive und negative Kräfte haben. Und das zeigt sich auch an der Schiene, denn die ganze Schiene ist an der Stelle wirklich tierisch am Wackeln. Und wenn man in der Warteschlange steht und das Ganze schon sieht, dann hat man schon quasi das Gefühl, dass man einfach mal über den Zaun drüber klettern möchte und mal gucken möchte, ob denn wohl alle Schrauben noch richtig sitzen, weil so extrem wackelt das Ding. Aber naja, das muss so sein und keine Sorge, passiert natürlich nichts. Alles safe, alles gut, alles wunderbar. Es sind einfach nur brachiale Kräfte, die da am Werke sind und die lassen auch mal Stahl ein wenig schwingen. Jetzt geht's aber weiter. Und zwar weiter geht's steil bergauf. Der Tophead wartet. Und auch der Tophead ist wieder wahnsinnig schwer zu beschreiben. Es geht halt rauf und links herum, aber gleichzeitig auch stark geneigt, gebankt und dann auch sofort wieder in die andere Richtung, um dann wieder in die andere Richtung nach unten zu fahren. Und ja, das Ganze lässt sich sehr, sehr schwer beschreiben. Fühlt sich so ein bisschen wie eine Inversion an, aber trotzdem, ja, ich sag mal, gefühlt haben wir hier auf 5 Metern Strecke quasi 10 Richtungswechsel, aber dennoch fährt sich das Ding einfach butterweich, quasi wie so ein Messer durch Butter durchgeht und das fährt sich sehr, sehr geil, auch wenn sich das von unten, wenn man davor steht, so auf den ersten Blick so ansieht, als wäre irgendwie die Schiene vom LKW gefallen, die Dampfwalze wäre drüber gefahren und irgendjemand hätte versucht, das mit dem Hammer wieder gerade zu plöppeln. Aber ja, nee, es ist überhaupt nicht so. Das ist absolut gewollt und fährt sich wirklich sehr, sehr geil und ist in dieser Form auch weltweit einmalig. Auf jeden Fall ein richtig geiles Element und seht es euch am besten einfach im Video an. Es lässt sich einfach schwer erklären. Dann geht es wieder bergab. Es wartet der erste große Airtime-Hügel und der hat dann auch wieder ordentlich Airtime. Zwar nicht mehr diese brachiale Ejector-Airtime wie der kleine Hügel am Anfang, aber immer noch ordentlich Airtime. Dann geht es wieder rauf und nun folgt der erste Punkt, wo man mal richtig tief durchatmen kann. Denn es geht in eine 90-Grad-Kurve, die nach außen gebankt ist, sprich geneigt ist und die wird wirklich sehr, sehr langsam durchfahren. An der Stelle hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass entweder die Neigung etwas stärker ist oder vielleicht auch die Geschwindigkeit was höher, damit dieser Effekt halt ein bisschen besser rüberkommt. Als nächstes folgt dann die Blockbremse. Und die verlangsamt den Zug, der so oder so schon fast im Schritttempo unterwegs ist, dann nochmal endgültig auf Schneckentempo. Und das hat auch einen guten Grund, denn nun kommt die erste Inversion und zwar der Dive Loop. Und ja, quasi aus gefühltem Stillstand geht es in eben diesen Dive Loop und das Ganze dann halt mit ordentlich Hangtime und ist auf jeden Fall sehr, sehr geil zu fahren. Nach dieser Hangtime zieht der Zug auf einmal an, rauscht mit ordentlich Speed in die Tiefe. Es geht in eine Steilkurve, die einen dann wieder zurückreißt, quasi so eine Art Kehrtwende ist und in Richtung zweite Inversion führt. Und zwar haben wir hier eine Zero-G-Roll. Und auch die ist wieder sehr, sehr geil. Zum einen, weil sie wirklich Schwerelosigkeit, sprich Zero-G at its best bietet. Und zum anderen, weil sie auch wirklich sehr, sehr langsam durchfahren wird. Und man halt auch ein sehr langanhaltendes Gefühl eben dieser Schwerelosigkeit hat. Und das finde ich persönlich richtig, richtig geil.
An der Stelle gibt es übrigens auch noch am Boden ein weiteres Theming-Objekt direkt unterhalb des Scheitelpunkts der Zero-G-Rule. Und zwar ist da so eine kleine Fontäne oder Geysir oder was auch immer angebracht, der dann synchron zur Fahrt, immer wenn der Wagen da an der Stelle vorbeirauscht, Wasser nach oben schießt. Sieht von außen sehr geil aus, im Zug nimmt man es ja fast gar nicht wahr. Ja, und dann geht es auch quasi auf die letzten Streckenmeter. Es geht wieder bergab von der Zero-G-Roll in eine erneute Steilkurve und die führt dann so auf die letzten geraden Streckenmeter. Da geht es dann nochmal über zwei kleine Airtime-Hügel, Bunny-Humps oder wie auch immer. Dann wartet noch das beliebte On-Ride-Foto und über eine Linkskurve geht es wieder ziemlich stark geneigt in Richtung Schlussbremse. Ja, und dann heißt es tief durchatmen und erstmal verdauen, was da gerade so die letzte Minute auf anderthalb alles passiert ist. Und ja, da sind wir dann auch bei meinem persönlichen Fazit und zwar, mir gefällt die Bahn richtig, richtig gut. Also absoluter Daumen hoch fürs Walibi Holland, Daumen hoch für Mack Rides. Es ist wirklich eine richtig geile Bahn geworden und sie feuert wirklich von Anfang bis Ende ein Feuerwerk ab. Schon am Lüfthill beginnt das Ganze, denn der zieht ordentlich an und gibt einem mit ordentlich Speed in die Strecke. Und bis auf diesen kleinen Part vor der Blockbremse, der sehr, sehr langsam durchfahren wird, ist das Ganze wirklich ein Feuerwerk an Kräften, an Inversionen, an gefühlten Inversionen. Und auch trotz der eher behäbigen Geschwindigkeit von 87 km/h, also auf den ersten Blick behäbigen Geschwindigkeit von 87 km/h, fährt sich das Ganze eigentlich genau entgegengesetzt, denn das Ganze zieht einfach die ganze Zeit wirklich tierisch durch und macht richtig viel Spaß von Anfang bis Ende. Ein Highlight jagt das nächste. Ordentliche Airtime, geile Inversionen, geile Hangtime und ja, das alles auf so wenig Streckenmetern und ganz ehrlich, was willst du mehr? Thematisierung ist auch recht gut gelungen für Walibi-Verhältnisse, finde ich. Den ein oder anderen Kritikpunkt hätte ich vielleicht noch, aber eventuell bessert das Walibi da auch noch nach, denn es gab auch hier und da noch ein paar Fundamente, die eben noch nicht mit irgendeinem Thema bestückt worden sind, sprich, es könnte sein, dass das in Zukunft auch noch mehr wird. Ja, und das hört ihr auch schon, ist meine persönliche Meinung zum Lost Gravity eine sehr gute, denn ja, mich hat die Bahn wirklich geflasht und spätestens nach dem ersten kleinen Highspeed-Airtime-Hügel in Verbindung mit dem First Drop hatte mich die Bahn für sich überzeugt und das Ganze hat mir nur noch ein dickes, dickes, breites Grinsen ins Gesicht gezaubert und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, geht ins Walibi, testet die ganze Anlage. Allen anderen Freizeitparkbesitzern kann ich nur empfehlen, kauft euch von Mack Rides Big Dipper Achterbahnen, gerne auch mit 1000 oder 1200 Metern Streckenlänge, denn die Teile machen wahnsinnig viel Spaß. Ja, und in dem Sinne sage ich jetzt nicht mehr viel, außer, wie gesagt, Daumen hoch Mack Rides, Daumen hoch Lost Gravity. Wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir natürlich auch gerne einen Daumen hoch. Lasst vielleicht auch gerne ein Abo da und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch viel, viel Spaß auf YouTube und sage Tschüss und bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.